Das sind dann auch Momente, wo ich wirklich darüber nachdenke, ob ich überhaupt mit dem Ganzen weitermachen soll, ob euch das noch ausreicht, ob ich genug bin für diesen Kanal. Leute und herzlich willkommen zu diesem neuesten Video aus dem Berlin-Pankower Kleingarten hier in Rosenthal Süd. Ich habe meine Sonnenbrille auf dem Tisch liegen und versuche so lange wie möglich ohne auszuhalten und nicht die ganze Zeit so zu machen. Dieses neueste Video ist vielleicht auch das letzte auf diesem Kanal. Lass uns mal drüber reden. Später in dieser Folge gibt es ein Real Talk. Ich sag euch mal, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Aber vorher will ich euch ein kleines Update aus dem Garten geben. Und das tue ich jetzt. Derzeit fließt sehr viel Wasser in dieses Hochbeet hier vorne, wo ja immer noch Möhren drin sind und eine Zucchini. Ganz interessant, da waren ja auch noch die Radieschen drin, weiße und rote-weiße. Die sind bisher schon alle abgeerntet. Und was ich auch komplett abgeerntet habe, hier liegen noch die allerletzten Kohlrabi aus diesem Hochbeet hier. Und da kann jetzt demnächst was Neues rein. Habt ihr eine Idee? Ich hatte überlegt, ob ich nicht hier einfach nochmal zwei Zucchini reinhaue, weil die unkompliziert jetzt auch noch nachwachsen können, würde ich ja denken. Und ich auch was davon habe, was ich vielleicht auch später haltbar machen kann. Zucchini geht immer auch zu essen. Oder was meint ihr, was kann ich da noch reinhauen? Gerne nochmal in die Kommentare. Leicht verwildert sieht hier unser Staudenbeet aus. Der Schmetterlingsflieder hat wirklich immer noch schöne Blüten und die Schmetterlinge kommen hier auch sehr, sehr gerne an. Ja, was nicht so toll aussieht, ist der Pfirsich. Lebt aber noch. Bin ein bisschen erstaunt. Mal gucken. Nächstes Jahr früher behandeln gegen die Kräuselkrankheit, wie ich gehört habe, mit stärkenden Mitteln, pflanzenstärkenden Mitteln, was wirklich uneingeschränkt gut wächst und hier zur Seite schon abknickt, aber dann auch wieder nach oben wächst, sieht echt witzig aus da, ist Topinambur. Da wird auf jeden Fall auch einiges geerntet werden müssen, sonst breitet der sich nämlich im Garten richtig schön aus. Ich weiß, Wurzelsperre, eigentlich nicht hier frei in den Garten stellen, aber der wird richtig schön blühen. Und ihr wisst ja, ich mache viele Sachen anders, als man das eigentlich machen sollte. Mal gucken, wann sich das bereut. Was ich gemacht habe heute ist, habe ich letztes Mal schon gezeigt, sah richtig, richtig schlimm aus. Und habe ich jetzt aber in der hitzigen Mittagssonne gemacht. Heute am Sonntag allerdings keine 35 Grad, sondern ich glaube nur so 27. Das Beet hier, wo wir eins, zwei Zucchini drin haben. Diverse Zwiebeln hatte hier Martin reingesteckt und auch die Bohnen. Leider mussten zwei Zwiebeln dran glauben. Die waren aber auch schon so groß, dass ich die jetzt heute Abend verwenden werde. Und bei den Zucchini muss ich feststellen, hatte ich ja letztens schon mal eine geerntet. Und jetzt werde ich diese auch ernten. Die ist zwar noch ziemlich klein, aber ich glaube, diese Pflanzen werden bald so abgehen, dass ich so viele Zucchini habe, dass ich da jetzt auch mal eine kleine nehmen kann. Die mexikanischen Minigurken kommen hier teilweise auch schon. Und da habe ich sogar heute schon zwei probiert. Ist halt eine Gurke. Also jetzt nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Und haben ja auch lange gebraucht, bis sie sich hier doch so ein bisschen etabliert hatten. Aber ganz interessant. Ja, wo das Stativ noch steht von der Zeitrafferaufnahme vom Beetjäten, sind ja Grünkohl beispielsweise und habe ich da auch Rosenkohl? Nee, das ist nur Grünkohl scheinbar. Und da wächst ordentlich Ackerschachtelhalm. Das werde ich auch die Woche noch machen, aber heute nicht, weil das Wetter ganz schön anstrengend ist und ich auch noch ein Video für euch fertig machen will. Hier steht auch noch eine Zucchini. Da ist auch was dran. Da wird auch ordentlich Wasser noch, muss da noch ran, weil sonst wachsen die natürlich auch nicht richtig gut. Und wo ich diese Woche die erste Zucchini geerntet habe, ist vom
Blue-Banana-Kürbis. Ja, also da ist bei Wern wohl ein Fehler unterlaufen. Das ist kein, nee, Pink-Jumbo-Banana. Ist kein Pink-Jumbo-Banana, das ist tatsächlich einfach eine Zucchini. So, Zucchini-Verwandtschaft, hier gibt es auch noch Gurken. Die entwickeln sich hier auch ganz langsam. Naja, bei uns ist alles sehr weit zurück. Wahrscheinlich auch, weil ich erst so spät angefangen habe. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Sachen sich jetzt langsam, mal nehmen wir den Borch hier einmal weg, dass die Sachen so langsam kommen. Hier seht ihr auch unsere Jacons ganz gut. Die Blätter fangen hier an zu hängen schon wieder, weil es jetzt ziemlich trocken ist. Da werde ich heute auch die ganzen komplett nochmal wässern. Aber erstmal schließe ich, glaube ich, den Sprenger da vorne an dem Beet an, was ich so schön sauber gemacht habe. Und dann führe ich euch gleich weiter rum. Ich habe Real Talk angekündigt und jetzt kommt er auch. Immer wieder kommt die Frage, was denn mit den anderen beiden ist und ob ich denn alleine im Garten bin und warum man bei YouTube jetzt nur noch mich sieht. Die Frage lässt sich insofern ganz einfach beantworten, als dass der YouTube-Kanal von Anfang an mein Baby war und die anderen beiden natürlich super viel dazu beigetragen haben und das Ganze auch sehr lebendig gestaltet haben und wir auch wirklich eine ganze Menge Spaß zusammen hatten. Also mit meinem Baby will ich jetzt nicht sagen, dass ich für all das alleine verantwortlich war, sicherlich. Nein, es war halt das Zusammenspiel von uns dreien. Aber nun hat sich die Situation verändert und wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, haben Martin und ich uns getrennt und dementsprechend machen wir diesen Garten zwar noch gemeinsam oder zusammen, wir sind hier noch gemeinsam drin, allerdings nicht mehr so häufig gemeinsam. Und da der YouTube-Kanal dann viel mehr mein Projekt ist, bin ich auch die Person, die diesen Kanal bespielt. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, dass es schon manchmal schwierig ist, wenn dann Kommentare kommen, die so fordernd sind, als ob, wo sind denn die anderen? Oder das war doch früher alles viel lustiger. Ich kann das verstehen, dass man die beiden vermisst. Das geht mir häufig nicht anders. Aber ich habe ehrlich gesagt auch eine Menge Spaß alleine hier im Garten und fühle mich hier auch sehr wohl alleine, auch wenn das manchmal sehr viel Arbeit ist, wie ihr seht. Und es dann auch sicherlich mal Spaß machen würde, dass dieses Gefühl zu teilen irgendwie so. Wie gesagt, Martin ist weiterhin hier auch helfen im Garten. Nur weil ihr das aus den Videos nicht seht, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet. Ich konnte nur mich anbieten, diese Videos weiterhin so zu machen. Ich habe da auch weiterhin Spaß mit gehabt und ich glaube, dass ihr auch gemerkt habt, dass ich mir viel Mühe gegeben habe und auch, wenn es stressig war und ich viel zu tun habe, eigentlich versucht habe, irgendwann irgendetwas zu machen. Und ja, das war in den letzten Wochen viel Gelabere um dieses Kleingartenthema, aber auch immer wieder, weil es bei uns aufploppt dann, wenn es Diskussionen gibt, ob jetzt hier im Verein, bei uns im Bezirksverband oder halt auch bundesweit, dann ist das immer wieder Thema für mich gewesen, mir durch den Kopf gegangen und ich war auch an einfach eurer Meinung interessiert, beziehungsweise wollte die Message vom offenen Kleingarten auch weitergeben. Ganz oft kommt auch tatsächlich ein positives Feedback dazu, aber ja, für einige Leute, wie zum Beispiel für Emma und René, ein Kommentar vom letzten Video oder mehrere Kommentare und der ist ehrlich gesagt auf meinem Tablet so lang und da frage ich mich auch, warum muss man so viel Zeit investieren, jemanden, ich sag jetzt mal ganz blöd, runterzubuttern. Ja, und da steht halt auch drin, wo ihr noch zu dritt wart, da ist noch wenigstens was passiert. Und dazu muss ich auch mal was sagen, was mich so ein bisschen stresst, ehrlich gesagt, ist auch damals, als wir zu dritt waren oder als ich mit Tim sehr viel unterwegs war. Wir waren damals zu GardenCon, wir waren damals bei Katrin Iskam,
Wir waren sonst wo und haben sonst was uns auch. Wir waren sogar in den Gärten der Welt hier in Marzahn, was nie ausgestrahlt worden ist, weil diese ganzen Sonderfolgen, wo wir uns so viel Mühe gegeben haben, eigentlich immer nur so mittelmäßig gelaufen sind. Und es auch immer das Feedback gab, naja, eigentlich reicht uns euer Garten aus. Und es gab sogar das Feedback mal, naja, eigentlich, Robert, du, wenn du mit der Kamera durch den Garten gehst und erzählst, dann reicht uns das aus. Und das fand ich ehrlich gesagt ganz schön erleichternd, weil natürlich dieser Anspruch, sich was zu überlegen, was können wir als nächstes besuchen, ja, der ist natürlich schon hoher und auch ziemlich schwierig, das auch immer zu halten. Und seitdem habe ich dann auch versucht, das zu machen und habe auch gehofft, dass, wenn sich vielleicht hier nicht so viel tut und wir auch nicht 1000 verschiedene Tomatensorten anbauen und den super Erfolg haben, ich von Sachen erzähle, die den Kleingarten anzugehen haben, also sprich auch die Regeln und so weiter, dass das auch interessant sein könnte für die meisten Zuschauenden. Und ja, einfach auch von mir erzähle und was hier so passiert. Das ist auch ganz viel so. Also es gibt ein riesig großes Feedback, was positiv ganz klar ist. Schöne Grüße übrigens auch an Christine, die geschrieben hat, die immer auch nett und super lieb kommentiert. Hut ab, Robert, dass du diesen Kommentar so stehen lässt. Ja, Christine, ich sag dir auch warum. Wenn ich so einen Kommentar löschen würde, na dann weißt du, wer als erstes schreien würde. Hier werden Kommentare gelöscht. Also lasse ich den gerne stehen und auch gerne euch hier so ein paar Sachen dazu antworten. Also vielen Dank dafür. Ja, es gibt halt, wie gesagt, viele, viele positive Kommentare und es freut mich auch jedes Mal. Ich versuche ja, ich komme manchmal zeitlich nicht mehr so ganz hinterher. Also ich sehe, ich habe hier auch noch einige zu beantworten, aber ich versuche auch alle zu beantworten eigentlich, wenn auch nicht immer sofort. Viele nette Kommentare, aber halt auch immer wieder viele, die die nach den anderen beiden fragen oder halt sagen, dass sie sie vermissen und auch sich das zurückwünschen würden. Und das sind dann auch Momente, wo ich wirklich darüber nachdenke, ob ich überhaupt mit dem Ganzen weitermachen soll, ob euch das noch ausreicht, ob ich genug bin für diesen Kanal. Ich will gar nicht rumjammern und dann heißt es, ja, jammert hier wieder rum und so, ja. Aber ich glaube, und das habt ihr auch gemerkt, schon seit ziemlich langer Zeit, dass ich eigentlich versuche, euch auch emotional mitzunehmen mit dem, was irgendwie vielleicht gerade abgeht bei mir. Und das geht halt einfach ab und das beschäftigt mich. Ich denke auch immer wieder darüber nach, ob ich nicht ein anderes Format mache, wo ich einfach labern kann und sich nicht darüber beschwert wird, dass ich noch nicht... Oh, ich habe übrigens heute eine Zwiebel geerntet. Ein bisschen unfreiwillig, ehrlich gesagt, weil ich da ja Unkraut gejätet habe im Beet. Das sind zwei Stück, die ich da aus Versehen mit rausgekommen sind, aber die werde ich heute Abend auf jeden Fall schon mal verarbeiten. Ja, ich würde mich freuen über euer Feedback, weil ich momentan wirklich an so einem Scheidepunkt bin und nicht richtig weiß, ob ich damit weitermachen soll oder nicht. Das bedeutet für mich auch jedes Wochenende, das macht mir Spaß, versteht mich nicht falsch, aber jedes Wochenende den Druck, so ein Video zu produzieren. Wir hatten das Thema schon häufiger. Sorry, dass ich damit immer wieder komme. YouTube ist ein großer Spaß, aber YouTube ist auch eine gewisse Druck und eine gewisse Belastung. Und ich glaube, ich werde auch nächste Woche kein Video machen. Ja, das wird so sein. Ja, weil ich diese Woche Pause mir gönne. Selbst als ich in Istanbul war und an dem darauffolgenden Wochenende nach Köln geflogen bin, habe ich was vorher organisiert. Ja, ich habe nur gelabert, ja, im Garten. Aber ich habe trotzdem versucht, irgendwie bei euch zu sein. Aber nächste Woche, glaube ich, kommt kein Video. Und wenn ich ein Feedback bekomme, was tatsächlich sagt, weißt du was, Robert, lass es einfach, weil irgendwie wird es immer langweiliger, dann lasse ich es, glaube ich, auch ganz. Weil ich nichts, auch wenn mir das Spaß macht, irgendwie nichts machen will, was immer wieder auf diese unterschwellige Kritik stößt, glaube ich. Ich kann mit
negativen Kommentaren leben, wenn ich da was dran ändern kann. Aber woran ich nichts ändern kann, ist, dass ich meistens alleine hier bin, beziehungsweise die anderen beiden einfach nicht mehr so dabei sind, wie sie früher dabei waren. Ja, ich glaube, ich habe jetzt im Großen und Ganzen mal gesagt, was ich sagen wollte zu diesem Thema. Hat er wieder gelabert, ne? Sorry dafür. Aber ganz viel Emotions. Ja, und wie gesagt, es ist mir wichtig, dass ich euch daran teilhaben lasse. Aber jetzt wird erstmal weitergemacht. So, und während nun dieses Beet zum Teil bewässert wird, ihr seht, wie gesagt, hier die Buschbohnen, da ist sogar eine kleine Paprika zwischen, mexikanische Mini-Bohne, eine Zucchini. Ja, da hinten waren noch selbst ausgesäte Brokkoli drin. Mal schauen, was damit passiert. Hey, oh, der Wind. Der Wind sorgt dafür, dass ich auch ein bisschen feucht werde. Nicht schlecht bei den Temperaturen. Gestern hatten wir in Berlin, ich glaube, 35 oder 37 Grad. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da war ein bisschen sich mal mit so einem Pumpsprüher ansprühen echt angesagt. Am besten in Kombination mit Lavendel. Das riecht dann auch lecker. Aber hier bin ich noch nicht, wie gesagt, zum Jäten gekommen. Da ist nämlich einmal die Wassermelone und dann die Honeybun. Honigmelone höchstwahrscheinlich. Und an der Wassermelone sind auch noch gar keine Ansätze zu sehen. Maximal vielleicht mini-kleine, die ich bisher nicht zu blicken bekommen habe. Aber da war wahrscheinlich einfach zu wenig Wasser. Ich kümmere mich drum. Was aber zu sehen ist und jetzt auch heute die Reste abgeerntet werden von mir, sind die ganzen Bärensträucher. Ne? Die hatten ja die weißen Johannisbeeren, richtig lecker, schwarze Johannisbeeren, schrumpeln teilweise schon ein und kommen die Vögel. Und dieser eine Strauch hier mit diesen Stachelbeeren, oh, greife ich mal stachlich durch, die waren teilweise durch die Hitze, schaut mal, so, dass man die jetzt auch nicht essen kann. Die würde jetzt ein bisschen vergoren schmecken. Aber ganz viele andere, wie diese hier zum Beispiel, super lecker, super süß. Nur die Schale ist ziemlich hart bei denen. Der zweite sieht auch gut aus. Der hier wird ja nicht mehr beerntet, weil nach dem, was war das? Johannistag? Irgend so einem Tag soll man die ja nicht mehr ernten, wegen der ganzen Oxalsäure, die dann ein bisschen überhand nimmt. Was richtig gut aussieht, schaut euch mal unsere Hortensie an. Sind das hier mal Bälle? Krass, oder? Fällt hier vorne auch um, aber ja, nicht so dramatisch. Davon hatte ich ja, hier war so ein Ableger hier vorne außerhalb des Zauns. Und den Ableger habe ich ausgebuddelt und meiner Mutti mitgegeben. Ist gut angewachsen, oder Mutti? Schreibt mal in die Kommentare. ansonsten, was hier vorne wieder nur unordentlich aussieht, aber doch die ist so eine Blühmischung gewesen. Die blüht jetzt auch richtig schön und man sieht auch da Bienchen drumherum. Die Sachen liegen ja immer noch da, weil ich mich nicht traue, die wegzuräumen, weil ich da ja ein paar Mal gesehen habe, wie noch ein Nisse reingegangen ist und da vielleicht ihr Nest gebaut hat. Ich vermute, die Säcke fallen auch fast auseinander, also die dürfen dann nur noch, werden dann komplett, habe ich jetzt gleich angegriffen? Nee. Komplett entsorgt. Ja, Jauchetonne habe ich heute ordentlich von den Beikräutern reingemacht und was mir aufgefallen ist, hier unsere Magnolie, die hat ja richtig schön Blätter und teilweise sogar noch, kann man jetzt von hier gar nicht sehen, aber es sind sogar noch mal Blüten dazugekommen, richtig schön. Aber die Magnolie ist sehr, sehr wichtig gerade, die unbeschnittene Magnolie gerade, weil sich hier jetzt die Vögel gerne verstecken. Gerade wenn es so mega heiß ist, ja, musst du erstmal Schatten finden und das geht natürlich nicht in einem beschnittenen Baum, sondern nur in so einem, ja, wo ordentlich auch Schatten dann zu sehen ist. Ja, die verstorbene Topinambur aus dem Topf hatte ich euch ja schon gezeigt. Ist ein bisschen schade, aber hey, richtig geil. Diese Feige wird doch immer größer. Aber ich warte noch mal ab. Und es sind so viele kleine. Ja, sie muss, glaube ich, in einen anderen Topf. Dieser Topf ist viel zu klein. Somit haben die hier auch kaum eine Chance. Aber ich glaube, das Umtopfen werde ich dann zum Herbst hin machen. Oder was meint ihr? Lavendelspray. Ja, da fällt mir natürlich der ein hier, der Lavendel, der so wunderbar blüht, wo hier auch so eine kleine Hummel drin ist. Super schön. Super gut. Und auch das hier keine Karde, wie ich behauptet habe, sondern eine. Nee.
Oder habt ihr gesagt? Nein, also auf jeden Fall ist es so ein Ding, was riesig groß werden kann. Und daneben Echener See, richtig schön. Der Teich, ja, der sieht richtig geil aus, weil da wirklich sehr viel. Habt ihr ihn gesehen? Den kleinen, großen. Ja, super viel Schlamm drin, aber halt auch super viel. Ich habe vorhin 7 Frösche auf einmal sichtbar gesehen. Und beim bisschen Durchgucken sogar kleine Babymäulche gesehen. Also das lässt das Herz der Natur Menschen höher schlagen. Und von hier aus gleich nochmal einen guten Blick auf die ganzen Kohlpflanzen. Also wir haben hier eine Menge Rosenkohl drin und Grünkohl. Und das ist, selbst obwohl es so trocken ist, sehen die echt ganz gut aus. Also ich werde da ein bisschen Wasser raufbringen, aber nicht so mega viel. Die Kartoffeln da hinten blühen schon. Wir haben die jetzt gar nicht angehäufelt. Letztes Mal habe ich gefragt, wieso, weshalb, warum. Meinte es dann, würde mehr Ertrag geben, muss aber auch nicht wirklich sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Arbeitspensum, was ich da gerade zu bewältigen habe, nicht nur hier im Garten, sondern allgemein, habe ich auch gesagt, okay, wenn es nicht sein muss, dann warten wir mal ab. Richtig toll hier unsere Tomaten. Guck mal, hier werden die Pflanzen, die werden schon gelb, aber nur einzelne. Und die kann man dann auch abmachen, glaube ich, ja. Das ist der Vorteil bei den Freilandtomaten, die werden dann nicht so schnell komplett gelb irgendwie, ja. Und die eine ist hier schon, oh, ich weiß nicht, wann ist die jetzt? Ist das die, welche Sorte war das jetzt? Das ist die gelbe. Die könnte doch wahrscheinlich sogar schon dann reif sein, aber ich traue mich noch nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob die schon reif ist, ob ich die ernten kann. Also fasst sich schon eigentlich ganz, ganz nett an. Die andere, das soll dann rote werden, die ist noch ein bisschen weiter zurück, aber auch gerade frisch gewässert. Dann ist das ist der andere Bananakürbis. Das war, glaube ich, Blue Banana. Das andere war ja Pink. Das ist Blue Banana, genau. Und da sehe ich bisher dieses Ding, was vergammelt. Also was zurückgeht, einfach weil er zu trocken ist. Ich habe schon das Gras hier auch. Naja, haha. Ich habe nicht nur das Gras gelassen. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall hier, glaube ich, mal mähen. Aber das hier will ich stehen lassen, weil es auch ein Schutz vor Austrocknung ein Stück weit ist. Ne? Ja, Wilde Beet. Ne? Wilde Beet macht seinem Namen alle Ehre. Sieht richtig wild aus und richtig, richtig gut aus. Habe vorhin schon eine Mäuschenfamilie hier durchspazieren sehen. Ach ja. Oder gehört, wie es rumgequäkt hat hier. Und da ist ein Löschlein. Wenn da mal nicht eine Mausefamilie wohnt. Aber bei uns sind sie ja herzlich willkommen. Ach, hier richtig schön zu sehen. Hatten irgendwelche Leute mal gescherzt, in dieser Wanne würde doch niemals die Rose überleben. Ja, sie überlebt nicht nur. Ja, hier sind 2 Blüten sogar dran. Tolles Teil mit Kletterhilfe, falls ein Tier reinfällt, was da nicht reingehört. Genau, und so sieht das hier aus. Blüht das Hochbeet da hinten. Ah, da sind gerade sehr, sehr viele Beikräuter zwischen. Aber die Auberginen, das sind ja 1, 2, 3 Stück, die ich da drin habe, sehen ganz gut aus, haben auch Ansätze nach den Blüten bekommen jetzt. Und ich hoffe, ich werde ein paar Auberginen heute, nicht heute, sondern auch bald ernten können. Naja, hier, wie gesagt, die ganzen Jacons, Erdbeeren. Oh, ich habe von Andi Erdbeeren bekommen, also von unserem Gartennachbarn, weil er viel zu viele gekauft hat. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinhauen soll. Oder ob ich die in so kleine, in diese Mini-Pflanzsäcke erstmal mache, wie das hier. Und dann versuche, das hatte ich nämlich auch überlegt, die dann dort an diesem Ding irgendwie zu befestigen. So Vertical Gardening quasi, ist ja ganz groß im Trend. Was auch cool ist, habe ich mich heute, hier habe ich gerade Abkühlung verschafft, schon ein bisschen gewässert im Gewächshaus. Ja, schaut mal, hier, das ist die eine Melone von Wern gewesen, die eine Honigmelone, Wassermelone. Da ist leider nur ein Ansatz bisher dran. Ja, tatsächlich durch nur eine zu sehen, aber die sieht schon gar nicht mal so klein aus, ne? Und die anderen, ja, die Petit Gris, da sage ich mal 1, 2, 3. Wo ist hier noch mehr? 4 da hinten, 5. Also das ist wie im letzten Jahr und auf einmal geht es dann richtig los. Wäre nur schön, wenn sie dieses Jahr auch schmecken. Also wenn sie auch süß schmecken, ja. Da kommt die nächste kleine Süße. Die haben natürlich auch unter der Hitze hier zu leiden, aber ich finde, die sehen dafür ganz gut aus eigentlich. Ja, jetzt gehe ich hier mal wieder raus. Ja, in diesem Hochbeet waren ja auch ein paar Kohlrabi drin. Und wo die Kohlrabi raus sind, hat sich hier auch eine Sonnenblume noch ausgesät gehabt. Und das sind hier Blumenkohle. Und da muss man sagen, bisher gar keine Ansätze zu sehen. Aber woran ich denken werde, ist, sobald
das Köpfchen hier rausschaut, sofort mit Wäscheklammern zumachen, damit sie weiß bleiben und nicht so schießen. Ne? Aber das sind meine Blumenkohle, bestimmt eine ganze Menge. Hier wieder die Wildbienen am Lauch. Ja, also da hat sich ja hunderttausendfach fast ausgesät hier. Da bin ich mal gespannt, ob da auch wieder schön viel blühen wird. Und was auch schon, oh, da hängen, habe ich gar nicht gesehen vorher, eine ganze Menge Himbeeren dran. Die Himbeeren, die wir zum Teil ja von Andi auch bekommen haben, richtig toll und auch richtig lecker. Der Mohn ist jetzt komplett verblüht. Hier stehen noch ein paar andere Blühgeschichten. Freuen wir uns auch die Rosen da hinten. Sehen auch ganz gut aus. Die Katzenminze macht irgendwie noch mal so einen zweiten Schub. Also ich meine, die war ja schon mal ordentlich dabei. Physalis muss heute auch ordentlich Wasser bekommen, weil klar, es ist so trocken und in den Pflanzsäcken noch mehr. Ich mag das ja total gerne hier auf diesem Streifen, diese lilafarbenen, wo jetzt Wanzen drin sind, aber auch die Bienen ganz viel unterwegs rumschwirren. Was ist das? Ist das auch eine Mal-Hibiskus, Wild, irgendwie sowas? Hier ist jetzt die Bewässerung dieser Seite, glaube ich, erstmal gut. Jetzt kann ich es dann auch hier auf diese noch trockene Seite machen. Und hier bisher die schönste, also schönste ist gut, die größte bisher von den Sonnenblumen. Mal gucken, was daraus noch wird. Ja, und jetzt habe ich ja hier, wie gesagt, schön Beikräuter rausgenommen. Ich konzentriere mich trotzdem darauf, wo wir eine unmittelbare Konkurrenz haben. Also dieses Beet, dieses Beet. Ich werde auch hier was drin machen und in dem anderen, wobei ja hier noch Platz sogar für irgendwas wäre. Vielleicht gehen hier auch noch mal rote Beete oder so Geschichten rein, die auch dann mit in den Winter reingehen. Andererseits, die Sonnenblumen sind schon fast wieder so schön hier. Denn ich lasse aber zum Beispiel die Beikräuter hier stehen oder hier auch. Sowas ist ja einfach auch wunderschön. Ja. Man könnte natürlich den Weg hier wieder freimachen und das werden wir wahrscheinlich auch ganz bald wieder machen. Und ich werde auch die Wiese abmähen, aber die blüht auch gerade so schön. Also der ganze Klee ist, finde ich, richtig toll, freut mich riesig, ja, dass wir da einfach auch mal sachte machen. Der Garten soll ja vor allem auch ein bisschen zur Erholung da sein. Ja, ja Leute, das war dann doch auch wirklich eine bisschen emotionale Folge. Ich habe mir jetzt einfach mal Luft gemacht, ich musste euch das mal sagen und bin mir auch, wie gesagt, ziemlich unsicher, wie es dann tatsächlich weitergehen wird, weil ich natürlich Leute damit erfreuen möchte und nicht nerven möchte. Ja? Also schreibt gerne einfach irgendein Feedback in die Kommentare und sagt mir auch, was in dieses Hochbeet noch rein soll. Ja? Oder wo die Erdbeeren hin können. Aber ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es kein Video und dann sehen wir mal weiter. Ich hoffe, das war nicht zu viel oder ist nicht zu blöd oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Es fühlte sich jetzt einfach so an, das Ganze mal loswerden zu müssen und dementsprechend habe ich euch teilhaben lassen. Ich wünsche euch einen schönen Start in diese sonnige, aber nicht zu heiße Woche. Bis dahin, alles Gute.